Liebe Kolleginnen und Kollegen, Pandemie und Energiekrise haben Europa und Deutschland stark zugesetzt. Das Statistische Bundesamt verkündete Ende Februar, dass die deutsche Wirtschaft zum Ende des vergangenen Jahres stärker geschrumpft ist als zunächst angenommen. Unsere Wettbewerbsfähigkeit muss daher dringend verbessert werden. Viele denken dabei zuerst an Steuererleichterungen. Dem schließen wir uns an. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen leidet aber auch an zu viel Bürokratie. Hier müssen wir anpacken. Worum geht es uns dabei konkret? Dazu gleich mehr. Weniger Bürokratie bedeutet auch weniger Kosten. Das gilt vor allem für KMU. Der aktuelle Jahresbericht des Nationalen Normenkontrollrates bezifferte den Erfüllungsaufwand, den neue Gesetze im Jahr 2022 verursachten, auf über 17 Milliarden Euro. Auch sieht der Rat bei der Digitaltauglichkeit von Gesetzesvorhaben Nachbesserungsbedarf. Erfreulicherweise scheint das BMJ dieses Problem erkannt zu haben, denn es startete eine Verbändeabfrage zum Bürokratieabbau. Hier brachten wir unsere Vorschläge ein und legten darüber hinaus ein umfassendes Maßnahmenpapier vor. Darin fordern wir unter anderem eine Reduzierung der vielfältigen Meldepflichten, zeitnahe Betriebsprüfungen, eine Anpassung von Abschreibungsregelungen im Ertragssteuerrecht, Erleichterungen bei den Abschlussprüfungen zum Kurzarbeitergeld. Mit diesen vier Maßnahmen wäre ein Anfang gemacht und vielen kurzfristig geholfen. Um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands aber nachhaltig zu stärken, müssen tiefgreifendere Veränderungen folgen. Wir brauchen einfach eine bessere Rechtsetzung. Dies zeigt sich zum Beispiel an den Missbrauchsvermeidungsnormen. Melde-, Anzeige- und Dokumentationspflichten nehmen exorbitant zu. Und das deutsche Recht wird immer komplexer. Oft steht der immense Bürokratieaufwand aber in keinem Verhältnis zu seinem Nutzen. Stattdessen entstehen tausende Detailfragen, die am Ende die Gerichte beschäftigen. Keiner der Beteiligten hat dafür Zeit und Personal. Wir fordern daher, Entlastung zu schaffen, ohne neue Pflichten einzuführen. Der derzeitige One-in-One-out-Regel erhält allenfalls den Status quo. Gesetze müssen deutlich vereinfacht werden, um diese in digitale Prozesse transformieren zu können. Die Krux: Deutschland fehlt es an einer Strategie. Ein Gesamtplan für die Digitalisierung und die Vernetzung von Daten ist nicht ersichtlich. Ein Baustein wäre zum Beispiel eine Once-Only-Prinzip in der Verwaltung. Bereits vorhandene und neue Daten sollten nur einmal abgefragt und übergreifend genutzt werden. Und das länder- und ressortübergreifend. Aktuelles Beispiel: die Umsetzung der Grundsteuerreform. Es wurden Daten abgefragt, die den Behörden an anderer Stelle längst vorlagen. Ein enormer Aufwand, der vermeidbar gewesen wäre. Ich gehe davon aus, dass diese mühsam zusammengetragenen Grundstücksdaten zukünftig in einer Datenbank kostenlos zur Verfügung stehen, und zwar allen Beteiligten. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Bürokratieabbau und weitere Digitalisierung sind die Eckpfeiler, um unseren Berufsstand, die Verwaltung und die Unternehmen zu entlasten. Die Bundesregierung sollte beides endlich mit höchster Priorität angehen und umsetzen. Das wäre ein gelungener Beitrag, um den Standort Deutschland nach vorne zu bringen. Wir haben Vorschläge aus der Praxis geliefert. Die könnten sofort umgesetzt werden.